sein können, so für den Wildfreund. Kartoffeleintopf. Und doch die Dose hält es halt dann 10 Jahre oder so. Ja, ja. Das. Da ist doch Kraut dabei. Hm? Krautfleisch. Aber nicht separat. Ja, so muss. Bild. Bild ist immer gut. Mein Notfallbier. Nicht Notfallbier, mein normales Urmärz. Dosen nehmen und teilen die dann durch. Blackout-Pakete haben wir deswegen entwickelt, weil wir in den Zeitungen gelesen haben, dass das immer wahrscheinlicher wird, dass wir irgendwann nochmal keinen Strom mehr haben. Und wenn wir keinen Strom mehr haben, dann ist das Blackout. Das bedeutet, 14 Tage oder eine Woche haben wir keine Möglichkeit mehr, zum Beispiel zu kochen. Und darum Blackout-Pakete, dem vorzubeugen, Konserven, die wir dann mindestens 10 Jahre haltbar anbieten. Achso, Entschuldigung, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, ich habe es schon mal gehabt. Aber natürlich habe ich meine eigenen Pakete und das habe ich ja auch dafür gemacht, dass ich auch selber dann im Notfall da zulangen kann. Es ist ja, alles wird geboren aus dem eigenen Bedarf. Und das ist bei mir auch so gewesen. Ich bin mal einkaufen gegangen und dann auf einmal habe ich die leeren Regale. Da war das Klopapier nicht mehr da, dann hat es und die Konserven nicht mehr gegeben oder die und die Essenssachen nicht mehr gegeben. Dann sage ich, halt mal, also muss ich Vorrat kaufen. Und wenn ich diesen Vorrat kaufe, ich als Mann, der ich damit eigentlich nicht viel zu tun habe, dann habe ich Fehler gemacht. Dann habe ich auf einmal Vorrat gekauft für viel Geld, habe aber das immer noch nicht alles verwendet, obwohl es schon 2 Jahre her ist. Und dann habe ich gesagt, nee, da muss eine Anleitung her, da muss es so sein, dass jeden Tag was besonders anderes gibt. 1500 Kilokalorien haben wir uns als Maßstab genommen pro Tag und das in einer ausgewogenen Kost 4 Wochen lang. Das ist eigentlich das, was ich den Menschen anbieten möchte. Einstein oder was? Klar, jeder kann es einzeln auch kaufen und probieren. Weißt? Also für die dreiköpfige Familie, Vater, Mutter, Kind, kann man 10, 15 Tage mit auskommen. Ich habe es für eine Person konzipiert, eine Person 100 Kilokalorien, einen Monat lang, so lange soll das ausreichen. Darf man natürlich nicht vergessen, dass man sinnvollerweise auch viel Wasser zu Hause haben sollte. Mit den Kameraakkus habe ich auch einen wichtigen Notfall. Ich habe einen Haufen Akkus für die Kameras. Sie können das kalt essen, Sie können es aber auch aufwärmen. Normale Gasflasche, da den dazugehörigen Aufsatz und dann können Sie das in einem normalen Topf einfach wärmen. Und dann ist das eine tolle Speise. Eben, gedruckt sein. Eben, ich bestelle dann immer gleich. Ich wäre froh, würde das nie kommen. Und jeder, der dieses Notfallpaket erwirbt, sollte auch froh sein, dass es nie kommt. Aber was ich bedienen möchte, ist die Sicherheit. Wir haben Versicherungen abgeschlossen, Versicherungen wie zum Beispiel Haushaltsversicherung. Da denke ich auch nicht unbedingt, dass jetzt der Wasserschaden kommt. Aber wenn er kommt, dann ist er so hoch eventuell, dass ich ihn nicht gleich bezahlen kann. Und dafür bin ich versichert. Und nichts anderes ist das bei dem Notfallpaket auf. Ich stelle es in den Keller, weiß, dass ich mich im Ernstfall vorratet habe, damit ich dann darauf zurückgreifen kann und hoffentlich passiert es nie.